Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Dieses Mal wollen wir über ein Thema sprechen, was in Excel gar nicht so einfach ist, das Drucken. Und zwar, ich habe jetzt wieder da hier meine Kalkulationstabelle, die wir vor ein paar Videos ja gemacht haben. Stellen wir uns vor, wir wollen so eine Kalkulation, so ein Angebot irgendjemandem zukommen lassen. Als PDF-Datei, als ausgedruckter Zettel. PDF-Datei würde man mit einem PDF-Drucker erzeugen. Einfach, dass ich das hergeben kann, ohne editierbar zu sein, ohne dass man vielleicht irgendwo aufklappen kann und nachher die Kalkulation sieht, die dahinter liegt und so weiter, möchte man das hin und wieder machen. Jetzt druckt man das. Ja, jetzt habe ich diese Tabelle, hier ist mein Angebot, ja, und das möchte ich jetzt ausdrucken. Ja. Und das kann ja nicht so schwer sein. Ja. Es geht genauso wie in Word, dass man da auf Datei klickt, ja, und nachher auf Drucken. Und ich habe da den PDF-Creator eingestellt oder man kann auch der Microsoft Print to PDF machen. Dann schaut es so aus. Ja. Schaut ja schön aus, kann man sagen. Ja. Aber es steht dann nirgendwo drauf, von wem das Angebot ist, von wann das Angebot ist und so weiter. Ja. Es wäre doch schön, wenn es Kopf- und Fußzeile hat. Wie komme ich in Excel zu einer Kopf- und zu einer Fußzeile? Schauen wir uns jetzt an. Ja, mit Retour. Ja. Wir schalten die Ansicht um. Da oben kann man auf Ansicht umschalten. Ja, da am Ribbon, ja, auf Ansicht. Und dann wechseln wir auf das Seitenlayout. Und da sehen wir, wie unsere Tabelle ausschauen würde. Dann haben wir eine Kopfzeile haben wir da unten und da unten haben wir eine Fußzeile. Das schaut doch schon gut aus. Ja. Na bitte, da kann ich reinschreiben Angebot. Ja. Und von welcher Firma? Das ist von Hans GmbH und Co. KG, vor allem sonst. Ja? Und da unten in der Fußzeile schreibe ich noch hin, das heutige Datum, kann ich hier oben umschalten auf Kopf und Fußzeile, sage aktuelles Datum, ja, wann dieses Angebot gedruckt worden ist, ich nehme an, dann ist es aktuell, und die Seitenanzahl, passt, Seite 1. Ja, so soll es aussehen. Da kann man in der Mitte auch was hinschreiben. Ja. Also ich denke, das ist selbsterklärend. Aber man muss umschalten, da eben, wie gesagt, auf Ansicht Seitenlayout. Und wenn wir jetzt auf Dateien drucken gehen, sehen wir, das ist auch da Angebot, Heinz Gesimbach & Co. KG, 12.09.1, ja, passt. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Jetzt kann man das rausknallen. Ja. Und jetzt möchte ich für den internen Gebrauch oder wie auch immer auch archivieren, wie es zu diesem Verkaufspreis gekommen ist. Ja, jetzt möchte ich praktisch das irgendwie aufklappen. Ja. Schauen wir uns das an, was da passiert beim Aufklappen. Jetzt klappe ich das da auf und jetzt ist das da über beide Seiten drüber. Ja, wenn ich das drucke jetzt, habe ich eine Seite, die zweite Seite, die können links und also nebeneinander gelegt. Ich meine, die Seite ist 1 und 2, das passt. Aber es wäre auch schön, wenn ich das auf einer Seite hätte und jetzt was so brat ist und das will ich trotzdem noch lesen, möchte ich das Querformat. Ja. Wie ändere ich das Format in Excel? Das machen wir hier bei Seitenlayout. Gell? Seitenlayout, Ausrichtung, Querformat. Und da sehe ich schon, oh je. Es ist trotzdem noch immer eine Spalte da drüben. Wie bekomme ich das weg? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten? Eine sehr einfache Möglichkeit ist es, die Ansicht umzuschalten auf die sogenannte Umbruchvorschau. Ja, Umbruchvorschau. Dann schaut das so aus. Ja, es ist alles grau. Was soll das? Grau ist außerhalb des Druckbereichs. Ja, also der Druckbereich ist genau das Nicht-Graue. Das mit den Fetten, zoomen wir etwas hinein, das ist schon ein bisschen jetzt Orgas, ja, 110%, 120% passt. Das hier ist der Druckbereich, der wird von Excel automatisch festgelegt, ja, auf die befüllten Zellen. Okay? Druckbereich. Und hier sehen wir Seite 1. Und da ist immer ganz leicht drunter stehen Seite 2 und da stehen wir so eine strichlierte Linie. Diese strichlierte Linie zeigt die Seitengrenzen auf. Und wenn ich jetzt diese strichlierte Linie nehme und buk darüber schiebe, habe ich nur mehr Seite 1. Schauen wir das an, Seitenlayout. So habe ich mir das vorgestellt.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay? Ja, und jetzt schaut das wieder entsprechend aus. Wenn ich auf Datei und Drucken gehe, schaut das eigentlich wieder ganz gut aus. Jetzt stellen wir uns noch vor, wir hätten vielleicht ein längeres Angebot. Wir haben ein langes Angebot. Ja, ich mache jetzt da einfach ein paar Zeilen dazu. Ja. Dazu schalte ich mich wieder um auf Normal, weil der Handles ist einfach besser. Ja. Und da markiere ich mir. Ja, schau, das ist jetzt gar nicht so einfach. Was ist denn da jetzt los? Manchmal funktioniert das nicht gut. Da muss man ein bisschen hin und her scrollen. Dann geht's wieder. Da hat's was. Ja. Also hundertprozentig funktioniert es nicht. Ich mache jetzt da einfach langes Angebot dazu. Ja. Zoomen wir mal raus. Wie weit haben wir? Ja, lang. Lange. Das ziehe ich nach unten. Ja. Und da könnte ich jetzt praktisch hier auswählen. Keine Ahnung. Bremssatteln. Was ist jetzt? Kosten A9, A7. Schau dir das an, da habe ich einen Fehler. Ich muss ja das in den Kosten des 7, das darf ich ja nicht unterschieben. Es geht von A7 bis A20, bis A21 von mir aus. Also da hier A7 bis A21. Und natürlich Dollar. Da habe ich ja nur einen Fehler in meiner Datei. Sagt ja keiner. Also wurscht, müssen sie wiederholen. Ja. 7 Dollar, 21 Dollar. Was ist? Aha, ja, das Dollar habe ich an der falschen Stelle hingeschrieben. Das gehört hier hin. Da geht es auch nicht hin. Hier geht es hin. So, hier nach unten, ziehe ich nach unten. Das passt jetzt hoffentlich. Jawohl. Und der Rest ist ja, glaube ich, genau. Passt. Und da stellen wir, ich fühle jetzt nicht überall was aus, ja, ich fühle jetzt nur alle heiligen Zeiten irgendwo was aus. Sagen wir, das ist alles gefühlt mit irgendwelchen Sachen, ja. Und da haben wir halt hinten 10 Stück, 5 Stück oder was auch immer, ja. Es soll jetzt egal sein. Wir stellen uns vor, dieses Angebot ist einfach länger und wir haben das entsprechend ausgefüllt. Ich möchte das jetzt nicht machen, weil das braucht einfach unnötige Zeit. Jetzt sehen wir uns an, die Umbruchforscher, dann schaut das so aus. Jetzt hat da unten die zweite Seite begonnen. Das ist auch gut, das gefällt uns. Es ist eine Seite breit und wenn das Angebot länger wird, geht es auf die zweite Seite. Sehen wir uns das an, wie das beim Drucken aussieht. Ja, so. Und auf der zweiten Seite steht das. Puh, jetzt weiß ich, jetzt habe ich, ich habe gar keine Idee, welche Spalte jetzt was mehr ist. Ja. Ich möchte doch die obere Zeile am Ausdruck, in der Tabelle ist sie okay. In der Tabelle, mein Gott. Ja. In der Tabelle ist es okay. Ich möchte diese obere Zeile, diese oberen Zellen hier, die oberen Zeilen, möchte ich, dass hier auch draufstehen. Ja. Das geht auch, ja. Das ist natürlich ein Standardproblem, das geht auch. Das macht man so, indem man auf das Seitenlayout geht. Ja, und hier gibt es Drucktitel. Ja, dieses Drucktitel, das drücke ich und dann kann ich sagen, Wiederholungszeile oben. Genau das wo immer. Und das ist das hier. Ja, diese drei Zeilen sollen wiederholt werden. Okay. Ja, wenn ich jetzt wieder umschalte auf die Seitenlayout, dann sehe ich, aha, schau, das ist ja da wiederholt. Das ist tatsächlich wiederholt. Tatsächlich ist das wiederholt. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Datei drucken. Ja. Na schau, das schaut jetzt schon ganz anders aus. Cool. Ja. Also so funktioniert das Drucken. Druckbereich festlegen. Wie gesagt, wenn der Druckbereich nicht passt, wenn ich nicht alle Zellen ausdrucken will, die da drauf sind, kann ich mir auch den Druckbereich festlegen. Das geht auch hier bei Seitenlayout. Ja. Und da Seite einrichten und da kann ich dann sagen, wo ist das? Ah hier, ja, Blatt.
Druckbereich. Ich würde sagen, kann ich den Druckbereich auswählen. Sollte man vielleicht vorher umschalten auf die Umbruchvorschau, ja. Und jetzt sagen wir, möchte den Gesamtgewinn ausblenden, ja. Oder ist einfach die hinteren Zeilen, die möchte ich gar nicht ausdrucken. Ja. Jetzt sage ich, Seitenlayout, klack, Blatt, Druckbereich festlegen, der Druckbereich soll jetzt nur das sein. Okay. Dann sehen wir, das ist jetzt in dem grauen Bereich. Schauen wir an, wie das jetzt ausschaut. Drucken. Jetzt ist das da so komisch klein. Jetzt ist das da abgeschnitten. Es wäre ja schön, wenn der rechte Teil auch drauf wäre. Da würden ja die anderen Zeilen, die ich jetzt weggenommen habe aus dem Druckbereich, noch hinpassen. Wie passe ich das jetzt an? Das passe ich so an, indem ich auch wie hier wieder draufklicke und sage anpassen, eine Seite breit. Eine Seite breit. Okay? Passt. Seite 1. Schauen wir uns das nochmal an. Datei, drucken. Und das war's nicht. Achso, ich habe auch eine Seite hoch gemacht. Ja, das ist vielleicht schlecht. Mal sehen, ich habe das einfach nach oben gedreht. Ja, Datei, drucken. Oh, jetzt ist es wieder auseinandergezogen. Ja. Alternativ kann ich auch hier die Skalierung anpassen. Das haben wir verkleinern, vergrößern. Machen wir mal 120% Bug. Ja, schauen wir uns das an. Datei, drucken, dann ist es ein bisschen breiter. Schaut gut aus. Ja. Also diese 120%, diese eine Seite breit, mehrere Seiten hoch und so weiter, das passt eigentlich nur diese Prozentanzeige an. Also diese Prozent, diese Zoom-Anzeige fürs Drucken. Ja, das ist äquivalent, diese zwei Varianten. Okay, also Druckbereich festlegen, wenn er nicht eh automatisch passt, auf die Ansicht wechseln, Seitenlayout, Kopf- und Fußzeile eintragen, ja. Umbruchvorschau, sehen wir den Druckbereich und wo die Seiten sich ändern, wenn uns das nicht gefällt, einfach entsprechend hinziehen. Ja. Wenn alles schiefgegangen ist, ja, alles ist jetzt ein Wahnsinn. Also, wenn jetzt alles verloren ist, ja, wenn alles irgendwie gemacht wurde, ja, dann geht man da oben auf Seitenlayout, Umbrüche und sagt, alle Seitenumbrüche zurücksetzen, dann ist das wieder genau alles auf automatisch und so weiter, man kann wieder loslegen. Ja. Auch hier kann man den Druckbereich ändern, hochziehen und da sehen wir schon, aha, schau, da wäre wieder Seite 3, 1, 2, 3, 4, rüberziehen, passt. Jetzt habe ich es wieder so, wie ich es eigentlich ursprünglich gehabt habe. Okay. Ansicht, Standard, normal. Auch hier ist es manchmal hilfreich, wenn man die obere Zeile zum Beispiel fixiert. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel da hineingezoomt habe, ja, zoom nach unten, jetzt weiß ich nicht mehr, was los ist. Ja, ist praktisch genau das gleiche wie im Drucken. Dann kann ich hier sagen, ja, hier unter Fenster fixieren. Zack. Und jetzt, wenn ich jetzt scrolle, sind die oberen Zeilen genau dort, wo ich eigentlich, machen wir es nochmal, Fixierung aufheben. Ich markiere die erste Zeile, die sich bewegen soll. Okay? Ich markiere die erste Zeile, die sich bewegen soll. Und jetzt sage ich Fenster fixieren. Und jetzt kann ich das nach oben und nach unten scrollen und die oberen bleiben da. Jetzt ist das fast wie beim Ausdruck. Ja? Nur ein bisschen more convenient, weil ich da unten scrollen kann, wie ich will. Manchmal haben wir sehr breite Tabellen, also bei hohen Tabellen praktisch. Manchmal hat man Fixierung aufheben, dann scrollt es wieder mit. Ja. Manchmal hat man sehr breite Tabellen und dann möchte man vielleicht die linke Seite und da erste Spalte, die sich bewegen soll, Fenster fixieren. Wenn ich jetzt nach links und nach rechts scrolle, sehen wir, bleibt die da. Ja. Super. Ja. Und was ist, wenn ich nach beide Seiten, wenn ich praktisch so einen Rahmen rundherum haben will und nur den Innenteil, ja, machen wir das auch. Fenster fixieren, aufheben. Die erste Zelle, die sich bewegen soll, nach links oder nach oben oder wie, Fenster fixieren, Bug,
Scroll nach oben, nach unten, scroll nach rechts und nach links. Ja? Und es bleibt, dass die fixierten Zellen bleiben da. Ja? Also das kann man hier fixieren, aufheben. So, jetzt da beim Drucken mitgenommen, ja, weil es irgendwie zum Drucken mit dem Drucktitel dazu passt. Ja, also das ist das Drucken. Wir sehen, also ist gar nicht so einfach. Ja, muss man ein bisschen üben wahrscheinlich, ja, dass man da halbwegs Ergebnisse rausbekommt. Wir werden vermutlich nicht so oft ausdrucken, aber wenn man macht, dann also PDFs erstellen und so weiter, wird man schon machen müssen. Ja. Gut, das nächste Mal kümmern wir uns wieder um Funktionen. Ja. Jetzt kommen wir schon langsam in so Bereiche, die man mit Excel abdecken kann, aber die man nicht als Techniker schon braucht. Ja. Aber als Buchhaltung zum Beispiel nicht, ja, oder Kalkulation und so weiter. Nächstes Mal geht es nämlich um trigonometrische Funktionen, Sinus, Cosinus und so weiter. Da gibt es auch einiges zu beachten bei Excel. Was es zu beachten gibt, sehen wir im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.